Hallo zusammen, mein Name ist Tobias. Ach so, ja, schon wieder. mein Name ist Sascha, im Internet kennt man mich so ein bisschen als Küstenglut und ich gebe so ein bisschen auf Instagram die ein oder andere Idee, was man mal auf den Grill legen könnte. Und zwar, heute legen wir seinen Lieblingsburger auf den Grill. Er ist zum einen sehr frisch, exorbitant, was die Zutaten betrifft, aber was es genau ist, könnt ihr in diesem Video sehen und wenn ihr da sehen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Let's go! Bevor wir allerdings zu den anderen Zutaten kommen, das ist ein Burger Bun. Sieht schon richtig geil aus und der riecht richtig schön. Drück mal. Aha. Richtig schön, geil ist der. Wir müssen uns kein vormachen. Den möchte ich euch in diesem Video jetzt nicht zeigen. Den findet ihr aber bei Sascha auf dem Blog. Das heißt, alle Informationen findet ihr unten in der Infobeschreibung. Das heißt, der erste Link führt zu Saschas Blog und da findet ihr dieses Rezept zu diesem Bun. Die anderen Zutaten, die zeige ich euch jetzt. So, los geht das Ganze hier mit ein bisschen Lachs. Das sind so jeweils 300 Gramm Stücke. Dann haben wir hier Dill, ein bisschen Frisee-Salat für die Optik. Eine Bio-Limette, nee, anders, das ist die Limette, das ist die Bio- Clementine, Küstenkruste, Senf, Honig müsst ihr euch denken, denn das habe ich hier schon mal zusammengerührt. Die selbstgebackenen Burger Buns und das hier ist Hüttenkäse mit einem Schluck Olivenöl. Das werden wir gleich noch weiter verfeinern. Das hier sind natürlich Zedernholzplanken, die von der Größe her für dieses Stück Lachs passen. Zum nachher Anrichten brauchen wir den Tortenring. Dann habe ich hier eine feine Reibe, ein scharfes Messer und ein Brett. Wo habe ich das nur neulich letztens gehört? Und natürlich auch was, um die Buns aufzuschneiden. Und hier wird es nochmal interessant. Hier habe ich so eine doppelwandige Schüssel. Das muss jetzt nicht bei euch doppelwandig sein, wenn ihr das im Sommer macht. Ne? Jetzt haben wir Mitte Februar und das ist eiskalt und deswegen wärmt hier die Schüssel schon mal so ein bisschen vor. Da tun wir nachher den Lachs rein, um ihn nachher pullen zu können. Los geht das hier mit den 300 Gramm Lachsstücken. Und da kommt jetzt erstmal Küstenkruste drauf. Ja, hier Küstenkruste ist natürlich noch zu, aber wie es der Zufall so will, habe ich hier noch eine angebrochene Packung. Da kommt jetzt ordentlich was drauf. Ne, nicht sparsam sein, ich bin da beteiligt. Ich drücke das jetzt einfach so ein bisschen an hier. Ne, normal kann man das auch gerne mal 4 Stunden vorher machen, haben wir aber nicht die Zeit. Tobi und Anni müssen gleich wieder los. So, jetzt kommen die auf den Grill und zwar in die direkte Hitze. Links und rechts ist ja direkt. Da dürfen die dann jetzt erstmal ein bisschen anfangen zu rauchen. Nächster Schritt ist hier die Honig-Senf-Soße. Da habe ich jetzt schon mal 2 Esslöffel Honig mit 2 Esslöffeln Senf und 1 Esslöffel Wasser zusammen in diese Flasche getan. Was noch fehlt, ist auf jeden Fall der Dill. So, und dafür nehme ich jetzt einfach hier, versuche das möglichst klein zu schneiden. Einfach damit das durch die Tülle mit durchkommt in der Flasche. Einfach nur darum, da ein bisschen Dillgeschmack ranzukriegen. Man kann auch getrockneten Dill rannehmen, aber wie das immer so ist mit Kräutern, frische sind dann doch immer leckerer. Da ist er jetzt, der gehackte Dill, und der kommt jetzt hier in die Flasche, hoffentlich unfallfrei. Ja, sieht ganz gut aus. Ich verstehe immer nicht, warum die Leute Senfdillsoße freiwillig kaufen. Die kann man auch schnell selber machen. So, und jetzt geht das hier weiter mit dem Hüttenkäse, der Schalenabrieb von einer Bio-Limette und einer Bio-Limette und einer Bio-Clementine. Verdammte Axt! Das kommt da jedenfalls jetzt rein. So, und damit geht das jetzt los. Ein bisschen Weihnachten, ein bisschen Caipirinha. Das sieht alleine schon richtig geil aus und es riecht auch richtig fantastisch. So, und das rühren wir jetzt einfach so ein bisschen da unter, ganz vorsichtig. So, und dann haben wir halt hier eine richtig schöne, ja, halt mal fest hier, genau, Tobi, mach mal auch mal was für dein Geld. So. So, und dann haben wir nämlich jetzt hier gleich so einen richtig frischen Geschmack und gleichzeitig hier ein bisschen Süße. So, und der Lachs bringt ja auch noch ein bisschen was mit, also das wird auf jeden Fall fantastisch. Und um den Geschmack jetzt noch mal so ein bisschen nach oben zu bringen, jetzt noch ein kleines bisschen was von dem Saft hier. Soll nicht flüssig werden, aber einfach so. Ah, jetzt können wir auch noch ein bisschen was von der Limette hier auch noch mit reinmachen. Und seien wir ehrlich, aufbewahren heißt auch nur später wegschmeißen. Die Planken mit dem Lachs haben wir jetzt in den indirekten Bereich gepackt. Und jetzt machen wir noch mal hier den Deckel zu und legen beide Hebel noch mal auf den Tisch.
Dann können wir noch mal ein bisschen richtig Hitze oben drauf machen, dass die Kruste noch ein bisschen besser wird. Jetzt wird das Geheimnis gelüftet, was diese ominöse Schale hier auf sich hat. Die ist jetzt einfach schön vorgewärmt mit heißem Wasser. Das werden wir jetzt gleich abgießen und dann kommt hier der Lachs rein und kann dann richtig schön noch ein bisschen nachziehen und dann kann man ihn leichter pullen. Ja, so ein kleiner Trick. Jetzt geht es los hier. Jetzt schneiden wir einmal die Buns an und dann haben wir eigentlich auch nicht mehr allzu viel zu tun. So. So, 260 Grad haben jetzt hier für eine schöne Kruste gesorgt, aber dafür muss dann eben auch ein bisschen Zucker hier drauf sein, ne? Also nicht sparsam sein, ihr wisst, ne? Also ich brauche es ja nicht nochmal erzählen. So, jetzt können die ganzen Stückchen hier runter und jetzt kommen sie in die Schale und dürfen nochmal ein bisschen ziehen. Dies ist jetzt das fettigere Bauchstück, das ist aber zum Pultlachs genau das Richtige, das kommt auf jeden Fall mit rein. So, Deckel drauf und ein bisschen ziehen lassen. So, was man jetzt hier sieht, ist, dass der Lachs nicht gefroren war, denn sonst würden sich hier diese einzelnen Flakes in sich auch noch wieder auflösen. Und dann hätte man quasi Lachsspäne und so sieht das halt richtig schön rustikal aus. So, und das nehmen wir jetzt quasi statt Patty. Hier kommt jetzt die frische Komponente, nämlich hier dieser richtig schöne Hüttenkäse. Und ich wette mit euch, als ihr gehört habt Hüttenkäse, habt ihr eigentlich schon innerlich so ein bisschen gedacht, mein Gott, muss denn das sein? Aber ja, es muss sein, das passt nämlich perfekt zu diesem richtig schönen Lachs. So, komm, ne, viel hilft viel. So, und jetzt nehmen wir hier den Tortenring. So, und keine Angst, den machen wir jetzt nicht komplett voll, aber einfach nur, das hilft einfach, um das so ein bisschen gleichmäßig da reinzuschichten. Hüp. So, das reicht schon. Ein bisschen andrücken. Und jetzt kommt hier jetzt die ja, selbstgemachte Honig-Senf-Marinade. Und da können wir jetzt ruhig großzügig sein. Schön wäre natürlich, wenn der Dill da jetzt nicht irgendwie komplett drin bleiben würde. Nö, läuft super. So, zack. So. Fertig ist der Lachs. Ja, das nenne ich mal eine perfekte oder hervorragend geglückte Kanalübernahme. Ja. Ich durfte halt wirklich nichts machen und tada, da steht er. Der angefleht habe ich ihn. Tobi, mach auch mal was. Nein, durfte ich nicht. Und da haben wir eben den Lieblingsburger, den Pulled Lachs Burger. Und alleine von den Zutaten her, hab das ja gerade selber gesehen, hervorragend. Und ich würde jetzt sagen, probieren wir. Ja, ich kann jetzt auch langsam nicht mehr an mich halten. Komm, wir beißen mal ab. Aber erstmal Stößchen. Prost. Zack. Fischbrötchen. Das Auge ist mit. Boah, ist das Wahnsinn. Geil. Das Frische von der Limette in Kombination mit dem Lachs, Honigsenf, Dill. Ich meine, Herz, was willst du mehr? Das ist echt geil. Ich meine, saftig müssen wir uns keinen vormachen. Sauerei 9 von 10, aber... Mhm. Alter Schwede. Also der ist halt wirklich, wirklich genial. Bevor das allerdings kalt wird, ihr kennt das aus meinen Videos, alle Informationen unten in der Infobox, erste Link in der Videobeschreibung, findet ihr. Küstengut, da einfach mal vorbeischauen, einmal ein Like hinterlassen und das Burger Bun Rezept. Alle anderen Informationen und das komplette Rezept findet ihr wie immer auf tobiasgrill.de. Wir genießen das. Danke für deine Lieblingsburger-Interpretation. Sehr gerne. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao.